Ist gar nicht so lange her, da haben wir mal alle VMs gerankt. Wir hatten ja im Laufe der Jahre 11 verschiedene VMs. Und manche sind besser, manche sind eher so ein bisschen schlechter. Und nachdem wir sie gerankt haben, habe ich auch die Vorschläge bekommen, man könnte sie auch mal verbessern. Und genau das machen wir heute, denn wir haben in der Vergangenheit schon so viele Sachen versucht, ein bisschen zu verbessern. Dementsprechend, der größte Kritikpunkt, den die VMs ja immer über die Jahre hatten, war, dass die meisten einfach zu schlecht sind dafür, dass man sie halt im Spiel braucht und sein Pokémon geben muss. Und das ist ein bisschen schade, weil man will ja eigentlich seinem Pokémon gute Attacken geben. Und deswegen dachte ich mir, komm, versuchen wir eventuell mal die VMs, die jetzt nicht so gut sind, dass man denen irgendwas gibt oder so, was die halt potenziell ein bisschen besser macht, damit man die eventuell auch vor allem vielleicht einmal im Competitive, aber auch gerne in der Story einfach mal vielleicht ein bisschen eher nutzen kann. Von dem her gibt es heute alle VMs verbessert, in Klammer, nicht alle. Weil es klingt halt einfach besser, das Format heißt halt, oder ihr wisst, was ich sagen will, okay? Das Ding ist nämlich, dass ungefähr die Hälfte der VMs eigentlich schon gut ist. Welche das sind, werde ich natürlich sagen, ich gehe trotzdem alle einmal durch. Aber wir werden nicht alle verbessern, weil viele brauchen es persönlich einfach nicht. Dementsprechend würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst auch gerne ein Abo da, würde mich auch sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn ihr natürlich am Ende Vorschläge habt, wie man die eventuell anders verbessern könnte oder generell auch vielleicht die ich nicht verbessere, wie man die verbessern könnte, dann lasst auch gerne einen Kommentar da. Let's go! Und die erste VM, die wir haben, ist Zerschneider. Zerschneider ist eine Normalattacke mit 50 Stärke und 95 Genauigkeit und hat keinen Nebeneffekt. Normalattacken ist immer so fraglich. Vor allem, warum sollte man halt so jemandem noch den Zerschneider geben? Man lernt super früh andere starke Attacken. Ich meine, alleine Ruckzuckhieb hat eine 100%ige Genauigkeit, hat eine Erstschlagsquote und halt 40 Stärke. Das ist jetzt ein bisschen weniger, ist aber hey, man kriegt auch super früh in der zweiten Generation zum Beispiel Kopfnuss. Warum brauche ich dann halt noch Zerschneider? Und viele sagen, man sollte aus Zerschneider eine Pflanzenattacke machen. Ich bin da persönlich, lore-technisch nenne ich es jetzt einfach mal nicht der größte Fan, denn, weiß nicht, mit einer Pflanzenattacke Pflanzen zu zerschneiden, fände ich ein bisschen schade. Ich meine, es gibt ja auch sowas wie Termiten, die sich ja unter anderem in den Boden reinbauen oder die Holz fressen oder sowas. Und dementsprechend würde ich Zerschneider eher zu einer Käferattacke machen. Ich finde, das ist einfach ein bisschen cooler. Vor allem, weil die meisten Käferattacken, die ein bisschen schlechter sind, eher so in die Richtung Signature-Attacken gehen. So, wir haben halt sowas wie Duonadel, was halt von Bibo ist. Wir haben Stachelfinale, was du auch nicht potenziell jedem Käfer-Pokémon geben kannst. Blutsauger wurde angehoben auf 80 und 80 ist, glaube ich, ein bisschen früh, wenn ein Pokémon vielleicht Level 10 oder Level 11 ist oder sowas. Oder vielleicht Level 15 ist es auch ein bisschen zu früh tatsächlich. Und klar gibt es noch ein paar andere Attacken wie Plage oder sowas. Aber ich glaube, es gibt noch nicht so eine richtig coole, generische Käferattacke. Und zusätzlich erhöhen wir auch die Genauigkeit auf 100%. Denn was ich schon mal ein bisschen schade fand, ist, wir hatten natürlich Zornklinge. Aber Zornklinge hat halt noch einen Nebeneffekt, dass es halt immer stärker wird, aber kann dafür auch missen. Und dementsprechend würde ich jetzt aus Zerschneider quasi einfach eine Käferattacke mit 50 Stärke und 100 Genauigkeit machen. Einfach, damit es sich vielleicht ein bisschen lohnt. So früh ein bisschen Käfer-Coverage ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So gerade wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie ein Sichlor relativ früh findet. Oder auch ein Scaraborn, dass man dem halt potenziell einfach früh eine Käferattacke geben könnte oder sowas. Fände ich eigentlich ganz gut, deswegen Zerschneider. Als nächstes hätten wir Fliegen und das können wir ganz leicht abhaken. Ich würde Fliegen tatsächlich eigentlich genauso lassen. 90 Stärke, 95 Genauigkeit kann missen, aber 90 Stärke für eine Flugattacke über zwei Runden, wo man dann quasi immun ist, außer gegen sowas wie Orkan oder Donner. Die Attacken treffen ja trotzdem, auch wenn man in der Luft ist. Finde ich potenziell voll ausreichend. Ich würde Fliegen nicht verbessern. Gleiches, wenn ich sogar noch besseres Beispiel für eine VM, die man nicht verbessern müsste, wäre Surfer. 90 Stärke, 100 Genauigkeit. Der einzige Unterschied, den Surfer halt zu sowas wie Donnerblitz, Eisstrahl oder Flammenwurf hat, ist halt, dass es nicht keinen Side-Effekt hat zu 10%. Und hey, wenn man mal keinen Bock auf Siedewasser hat oder so, oder was weiß ich, wenn man einfach keinen Bock hat, die Hydropumpe zu missen, ist Surfer immer eine gute Alternative. Und dementsprechend kann man 1:1 so lassen. Als nächstes hätten wir dann Stärke. Ach ja, da habe ich mich so lange drauf gefreut und ich bin immer noch ein Vertreter davon. Und zwar würde ich Stärke, was erstmal eine Normalattacke ist mit 80 Stärke und 100 Genauigkeit, einfach nur eine einzige Sache ändern. Und zwar würde ich es zu einer Gesteinsattacke machen. Ich warte bis heute auf eine physische Gesteinsattacke, die immer trifft und die auch viele Pokémon lernen können und die vielleicht auch ein bisschen stärker hat. Ja, Katapult ist da, hat nur 50 Stärke. Ja, Turbofelsen ist da. Ist halt eher so Richtung Signature-Attacke und Stärke wäre halt was Generisches, was ich halt cool finden würde. Und come on, 80 Stärke, Gesteinsattacke, 100% Genauigkeit, keinen Nebeneffekt, das heißt, es könnte nicht durch sowas wie rohe Gewalt geboostet werden. Fände ich persönlich einfach ganz gut. Ich bin absolut kein Fan von Steinkante, selbst Steinhagel misst mal und dementsprechend finde ich das eigentlich fair, so ohne Nebeneffekt, 100 Genauigkeit und dann 80 Stärke. Come on, ich weiß nicht. So, und Stärke, da
ja, schiebt man ja quasi Felsen. Ich weiß, dass viele für eher Kampf tendieren würden. Ich finde persönlich, es ist noch ein Stückchen besser als Kraxler. Da kommen wir aber auch nachher nochmal zu. Dementsprechend würde ich persönlich eine Gesteinsattacke draus machen. Kommen wir als nächstes zu Blitz. Oh, immerhin ist Blitz recht früh eine TM geworden, was schon mal gut ist, weil die trifft nicht unbedingt immer. Zumindest hat sie das früher nicht. Und ja, war halt einfach die wackste vor allem eigentlich so ein bisschen. Deswegen habe ich mir überlegt, okay, wie könnte man Blitz besser machen? So, weiß nicht. Selbst irgendwie Boosts bekommen ist ein bisschen wack, weil du änderst ja eigentlich nichts dran, sondern du blendest ja eigentlich nur den Gegner. Und dementsprechend habe ich einfach gedacht, komm, wir senken einfach die Initiative des Gegners um 2 Stufen. Es wäre auch eine Möglichkeit, den Gegner zu paralysieren. Bin ich aber nicht so der Fan, weil Paralyse ist strong. Und wir haben halt auch unter anderem schon Donnerwelle oder auch sowas wie ein Giftblick und Bodyslam so Attacken, die paralysieren können. Und natürlich halt auch die meisten Elektroattacken so. Deswegen weiß nicht, einfach Blitz war schwierig. Blitz ist wirklich schwierig, weil wenn man den Gegner quasi die Initiative um 2 senkt, kann das vielleicht mal ganz gut sein, gerade auf sowas wie einem Strolch-Pokémon oder so, weil die dann halt ja quasi eine Priorität drauf haben. Aber habt ihr bessere Vorschläge für Blitz? Ich finde, das ergibt lore-technisch halt auch Sinn, weil wenn ich euch blitze und ihr euch die Augen zuhalten müsst, glaube ich nicht, dass ihr unbedingt mit 200 km/h aus dem Bild rennt. Also, weiß nicht. So, imagine, wenn so mal komplett geblendet seid zum Beispiel oder sowas, dann rennt ihr ja nicht unbedingt großartig rum, würde ich jetzt einfach mal sagen. Von dem her, ja, haut gern Vorschläge rein. Nächstes können wir wieder ein bisschen kurz machen, das ist Whirlpool. Whirlpool würde ich tatsächlich genauso lassen, mit 35 Stärke, 85 Genauigkeit. Man kann 2 bis 5 Runden den Gegner trappen, was halt tatsächlich sehr, sehr strong ist. Es gibt ja auch noch andere Variationen wie Feuerwirbel, Schnapper oder Sandgrab. Und wenn man Whirlpool ändert, müsste man die persönlich auch ändern. Das hat eine Mischhaus, ist natürlich nicht so strong, macht aber dafür kontinuierlich Schaden und der Gegner kann nicht auswechseln. Ich finde das eigentlich voll okay. Whirlpool hat competitive schon so eine kleine Nische auf diesen Trapmons oder sowas, wie zum Beispiel Azumarill oder so. Und das finde ich auch komplett in Ordnung. Klar könnte man sagen, machen wir 50 Stärke draus, macht auch keinen großen Unterschied, weil ihr spielt Whirlpool nicht für diesen ersten Damage, sondern ihr spielt für diesen fixen Damage, den es danach immer bekommt und vor allem fürs Trappen. Dementsprechend, ja, man könnte auch mit der Genauigkeit hochgehen, aber Trappen ist halt strong. So, es gibt einen guten Grund, warum Wegsperre zum Beispiel eher gebannt ist, weil den Gegner trappen ist halt echt brutal und dementsprechend, ich würde Whirlpool einfach so lassen. Eine Attacke, die ich auf jeden Fall so lassen würde, ist Auflockern. Auflockern hat in Generation 6 den größten Boost bekommen, mit Generation 7 haben das so viele Pokémon bekommen. Ich meine, Logok, I mean, ja, es ist ein Vogel, aber why? So dreht er sich so ganz schnell und wird dann so ein Flammentornado und pustet damit den Nebel weg. Keine Ahnung, aber come on. Auflockern entfernt Schilde, es entfernt Felder, es entfernt Entry Hazards. Auflockern muss man nicht mehr verbessern, das hat Generation 6 ganz gut gemacht. Kommen wir als nächstes zu Zertrümmerer. Zertrümmerer ist eine Kampfattacke mit 40 Stärke, 100% Genauigkeit und mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit die Verteidigung des Gegners um einen Punkt zu senken oder um eine Stufe. Da würde ich ein bisschen anders machen, denn früh eine gute Kampfattacke zu kommen ist eigentlich ganz geil. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal von 40 tatsächlich auf 55 hochgehen. Das war ein bisschen weird, auf die Zahl zu gehen, aber einfach noch ein bisschen stärker, weil wenn ihr diesen Drop nicht bekommt, 50% ist eine 50-50, ist ein Münzwurf, dann ist das ein bisschen doof und dementsprechend einfach noch ein bisschen Stärke zu haben, um das halt zu rechtfertigen, dass wenn keiner kommt, finde ich ganz gut. Ich würde aber tatsächlich auch von der Drop-Chance dann eben auf 30% runtergehen, weil ein bisschen mehr Stärke und trotzdem 30%, so 3 von 10 kommt immer noch vor, finde ich persönlich ausreichend, so beziehungsweise statistisch gesehen ungefähr einer von 3 senkt dann quasi die Verteidigung. Ich weiß, Mathe-Genies, das war nur grob gesagt, um ein grobes Bild davon zu haben. Und dementsprechend finde ich es okay, ein bisschen mehr Stärke dafür die ja, Wahrscheinlichkeit ein bisschen runter, dass die Death droppt. Ich finde, das wird Zertrümmerer eigentlich ganz gut tun. Können viele Pokémon auch potenziell lernen. Vielleicht können die es dann irgendwie auch nochmal competitive ein bisschen besser nutzen. Ich meine, sowas wie Klick-die-Klack hat ja eigentlich nur Zertrümmerer als Angriffsattacke, wenn die da noch ein bisschen stärker ist. Vielleicht kann man damit was machen. Don't know. Finde ich aber auf jeden Fall so okay. Kommen wir als nächstes zu Kaskade und will ich auch tatsächlich nichts ändern. Ist vielleicht ein bisschen boring, wenn ich bei vielen Attacken nichts ändere, aber Kaskade ist strong genug. 80 Stärke, 100 Genauigkeit, 20% Chance, den Gegner zurückschrecken zu lassen. Man braucht nicht mehr. Wenn ihr ein schnelles Mon habt, kann das potenziell den Gegner flinchen. Man kann auch Aqua-Durchstoß spielen, wenn man ein bisschen mehr Schaden haben möchte und keine Flincher, sondern eher eine Death-Drop-Chance. Aber ich würde an Kaskade nichts ändern. Kaskade ist bis heute auch eine Attacke, die super gut im Competitive funktioniert. Auch fürs Durchspielen auf einem physischen Wassermon ist das absolut in Ordnung. So wenn ihr einen Krebutak zum Beispiel spielt, finde ich voll fein. Kommen wir als nächstes zu Taucher. Taucher hat 80 Stärke, 100 Genauigkeit. Tatsächlich würde ich Taucher auf die Stats quasi von Fliegen hochholen. Was bedeutet 90 Stärke, 95 Genauigkeit, weil
Es ist basically das gleiche, nur dass du beim einen hoch und beim anderen runter gehst. Und es gibt da wiederum auch so Nachteile, wie zum Beispiel, dass dann ein Surfer oder sowas doppelten Schaden macht. Dafür hast du ja bei Fliegen quasi die, ja, schlechten Eigenschaften, dass du von Donner oder halt auch dem Orkan getroffen werden kannst. Und ich würde es aufs Gleiche anheben. Es sind beides Attacken, die so eine Runde, ja, ich nenne es mal Vorbereitung brauchen, in der ihr dann aber prinzipiell unantastbar seid. Klar gibt es, wie gesagt, die Ausnahme oder so. Und dementsprechend würde ich einfach aufs Gleiche heben. Vielleicht kann man dann einfach mal irgend mit einem physischen Mon eventuell so ein Taucherset bauen. Keine Ahnung, aber einfach vielleicht nochmal ein bisschen Stärke, weil ich sehe jetzt halt absolut keinen Grund, warum ich Taucher spielen sollte, wenn ich doch eventuell Kaskade spielen könnte. Ich meine, klar, Urgel kann durch Taucher ja auch seine Fähigkeit quasi aktivieren, kann es aber auch durch Surfer, aber wenn ihr physisch spielen wollt, dann halt eher mit Taucher und come on, dann lassen wir halt ein bisschen Urgel pushen. Kommen wir als nächstes zu Kraxler. Kraxler ist eine Normalattacke, die, naja, 90 Stärke, 85 Genauigkeit und 30% den Gegner zu verwirren. Und das einzige Pokémon, glaube ich, das jemals competitive gespielt hat, war Tauros. Weil Tauros durch die rohe Gewalt, ja, davon profitieren konnte. Inzwischen, ja, kann man ja auch Body Slam spielen, so, weil das trifft wenigstens immer und kriegt halt auch den rohe Gewalt Boost. Und, naja, Kraxler ist halt kacke. Und schwierig. Ich würde daraus auch nochmal eine Gesteinsattacke tatsächlich machen, weil wir haben genug Normalattacken. Haben wir dann überhaupt noch eine Normal-Themen? Kein Plan, aber wir brauchen keine Normal-VMs, meiner Meinung nach. Also generell finde ich es gut, dass die VMs generell so ein bisschen abgeschafft wurden, aber ich finde auch, wir brauchen keine Normal-VMs. So, nee, halt einfach nicht oder so. Und dementsprechend würde ich Kraxler auch nochmal zu einer Gesteinsattacke machen. Ich würde die Genauigkeit auf 90 anheben, so. Dann treffen statistisch gesehen 9 von 10 anstatt 8,5 von 10, weil, weiß nicht, einfach ein bisschen mehr. Ich würde dann aber auch einfach mit der Verwirrungschance tatsächlich noch ein bisschen runtergehen auf 10%, weil ich will ihm noch den Side-Effekt geben, dass man halt eventuell noch den hohe Gewalt-Boost oder so mitnehmen kann. Vielleicht kann man dann auch andere Pokémon, die noch keine gute Gesteinsattacke haben, dann auch eher das spielen. Wäre eine Möglichkeit, ich weiß gerade gar nicht, ob zum Beispiel Nidoking und Nidoqueen Kraxler können. Ich würde vermuten, ja. Weiß ich jetzt nicht gerade ganz genau. Und ja, dann haben die vielleicht nochmal eine, ja, Gesteinsattacke, die sie halt nutzen können. Deswegen möchte ich dem halt quasi diesen Side-Effekt mit der Verwirrung nicht wegnehmen, damit halt weiterhin durch Ruhe Gewalt geboostet wird. Aber ich würde den einfach noch ein bisschen eher treffen lassen. 90 Stärke ist komplett fein. Und ja, das wäre dann Kraxler. Damit hätten wir jetzt quasi alle VMs ein bisschen verbessert. Mich würde jetzt sehr gerne eure Meinung interessieren. Was ist, by the way, für euch die beste VM und was die schlechteste? Ich habe es am Anfang im Video schon gesagt, auf dem E-Phone oder immer noch auf jeden Fall, ist auch das Video verlinkt, wo wir die gerankt haben. Da ist auch der gute Liam dabei. Von dem her würde ich mich, wie gesagt, sehr über eine positive Bewertung freuen. Lasst gerne ein Abo da und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.